Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um den nächsten Teil meiner Make-up-Sammlung gehen und ich kann euch verraten, heute wird es ein wirklich ellenlanges Video, da wir heute meine Blush-Sammlung tackeln. Ich habe meine Blushes gerade schon neben mir aufgereiht und es sind wirklich viele. Also ich war gerade selbst so ein kleines bisschen erstaunt, wie viele es mittlerweile sind, denn im Vergleich zu meinem letzten Video, welches ich euch hier oben gerne einmal verlinken kann, habe ich das Gefühl, dass meine Sammlung doch ein kleines bisschen größer geworden ist. Aber ich trage Blushes nun mal unheimlich gerne und da dies quasi mein letztes Video vor einer kleinen Sommerpause werden wird, dachte ich mir, dass ich es noch einmal richtig krachen lasse zum Abschluss und euch eben, ja, ein etwas längeres Video gebe, bevor ich mich eben für eine dreiwöchige Sommerpause von euch verabschiede. Von daher würde ich sagen, dass ich das Intro an dieser Stelle jetzt auch definitiv beenden werde, denn es sind wirklich viele Blushes. Und mit wirklich viel meine ich wirklich viel. Ich werde wahrscheinlich nicht ganz so viel zu den einzelnen Blushes sagen, da es eben wirklich unheimlich viele sind. Aber ja, ich schweife schon wieder ab. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß mit meinen Blushes. Ich habe mir jetzt ganz randommäßig den ersten Blush geschnappt und hier hätten wir einen meiner absoluten Lieblingsblushes. Das hier wäre einmal aus der Mineralize Blush Reihe von MAC die Farbe Warm Soul. Und Warm Soul habe ich mir tatsächlich nicht selbst gekauft. Der war nämlich in einem, ja, Wanderpaket drin und ist eben am Ende bei mir gelandet, zu mir zurückgekommen. Und das ist wirklich ein ganz toller Ton. Der ist so hell, dass ihr den wahrscheinlich nicht sehen werdet, hier auf meinem Handrücken. Ich werde jetzt mal drei Schichten auftragen. Aber das ist ein sehr zurückhaltender, peachiger, leicht schimmernder Blushton. Also ihr seht den hier ganz oben, der ist wunderbar. Also ich kombiniere den gerne mit einem kräftigen Orangeton und nutze ihn quasi als Blushtopper, da er einem eben nochmal so eine leichte Frische ins Gesicht zaubert. Und das ist einfach ein richtig, richtig schöner Ton. Und ich bin echt dankbar, dass ich den damals in diesem Paket hatte, denn von alleine hätte ich mir den wahrscheinlich niemals geholt. Wir bleiben einmal im selben Farbschema, denn hier habe ich einen orangefarbenen Blush, den ich unter anderem heute trage und den ich im Allgemeinen auch sehr gerne trage. Der hier war im Trash-Paket der lieben Nika und ist von Revolution aus der, ich glaube, Excessive-Reihe, die Farbe Abundance. Der sieht einmal so aus und hierbei handelt es sich um einen schönen, kräftigen Orangeton. Und ich bin sehr froh, dass die liebe Nika diesen Blush hier, ja, nicht gut fand, nicht haben wollte, was auch immer. Denn nun ist er bei mir und ich trage ihn wirklich gerne. Also gerade mit warmen Smoky Eyes, mit braunen Looks, mit rötlicheren Looks. Also das ist ein ganz, ganz toller Ton. Es ist ein kräftiger Orangeton, den man aber auch gut aufbauen kann. Also man kann ihn sowohl ein bisschen leichter tragen, als eben auch, ja, wirklich kräftig. Also ich bin sehr froh, dass sie mir den Ton damals, ja, in das Paket gelegt hat. Denn von mir aus wäre ich wahrscheinlich nie auf diesen Ton gekommen. Und ich finde ihn wirklich, wirklich toll. Beim nächsten Blush handelt es sich ebenfalls um ein Produkt aus einem Trash-Päckchen, nämlich mit der lieben Nicole Nina Wien. Hier hätten wir einmal aus einer Weihnachts-LE von Essence den Luminous Blush in der Farbe, gibt es nicht, wahrscheinlich gibt es nur oder gab es nur diesen einzelnen Ton hier. Und das ist ein richtig schönes, winterliches, gedecktes Rot. Also das ist ein Blush, den ich sehr gerne trage, unter anderem, weil er eben auch wirklich, ja, so eine schöne Leuchtkraft hat. Also mit dem strahlen eure Bäckchen auf jeden Fall. Der geht tendenziell eher so ein bisschen in die dunklere, rosa, fast schon lila Richtung und ist einfach ein Ton, der mir unheimlich gut gefällt. Also auch hier wäre ich vermutlich von mir aus nie auf diesen Blush gekommen. Umso froher war ich dann natürlich, dass mir die liebe Nina Nicole diesen Ton hier mit in das Paket gelegt hat. Also gerade im Winter trage ich den hier hoch
und runter. Wir machen mit einem Blush aus einer Reihe weiter, welche ich vor einigen Monaten sehr gehypt habe, zu welchen ich aber mittlerweile so gut wie gar nicht mehr greife, um ehrlich zu sein. Und zwar wäre das von MAC aus der Glow Play Blush Reihe die Farbe Blush Please. Das sind solche Hybriden, die ja so eine Mischung aus Creme- und Puderblush sind. Und Blush Please war ein Ton, den ich damals wirklich hoch und runter getragen habe. Der ist auch immer noch super, super schön, aber irgendwie greife ich in letzter Zeit relativ selten zu ihnen. Also ich trage aktuell tatsächlich wieder vermehrt Puderblushes. Und da bleiben diese Hybrid-Blushes tatsächlich so ein bisschen auf der Strecke, was aber nicht heißen soll, dass ich den nicht gerne mag. Also ich finde die Glow Play Blushes nach wie vor noch toll. Ich würde die auch tatsächlich jedem empfehlen, weil das eben so eine ganz tolle, spannende Textur ist. Ihr könnt den super leicht auftragen, ihr könnt aber auch ordentlich Farbe auf eure Wangen bekommen. Ja, also ich sollte wahrscheinlich einfach wieder ein bisschen häufiger zugreifen, denn die Glow Play Blushes von MAC sind wirklich super. Wir bleiben einmal im Hause MAC und machen mit einem Blush aus der ganz regulären Powder Blush Reihe weiter. Und zwar ist das hier aus einer Limited Edition von vor einigen Jahren die Farbe Cheek Pollen. Cheek Pollen war damals aus dieser elfenmäßigen Limited Edition, also die ist... Der ist schon uralt, der Blush, aber der gefällt mir immer noch unheimlich gut. Und bevor ich Abundance hatte, war das hier auch die Farbe, ja, die ich am häufigsten getragen habe, wenn es eben um solche warmen Looks geht. Und ihr seht, die gehen tendenziell auch schon in eine sehr ähnliche Richtung. Aber Cheek Pollen ist tatsächlich noch ein kleines bisschen kräftiger als Abundance. Ja, also ihr seht ihn hier unten, es geht schon wieder in die falsche Richtung, ich muss schon wieder ein bisschen anders swatchen. Aber Cheek Pollen ist eben eine tolle Herbstfarbe, passt perfekt zu diesen senfgelben Looks, zu diesen warmen, schmodderigen Looks. Und schade, schade, dass sie Cheek Pollen nur im Rahmen dieser LE rausgebracht haben, denn das ist wirklich ein richtig toller Blushton. Bei dem nächsten Blush handelt es sich um meinen einzigen Stick Blush und den hatte ich ebenfalls in einem Trashpäckchen. Den habe ich nämlich von der lieben Lena bekommen. Das hier wäre von Essence aus der Everlasting Blooms Reihe die Farbe 01 Live Life in Full Bloom. Das ist einmal dieser schöne Stick hier und von der Farbe her, aber ich finde einfach diese Kombination aus dem Flieder, diesem Pinkton und dem Gold einfach nur wunderschön. Aber wie gesagt, den habe ich bisher noch nicht verwendet. Der ist geswatcht tatsächlich. Ich ziehe den schon wieder falsch. Ich muss den, glaube ich, mehr in die Richtung ziehen. Der ist von der Farbe her sehr kräftig. Also ihr seht es da unten, das ist ein richtig krasser Pinkton. Aber ich denke mal, wenn man den verblendet und den ordentlich einarbeitet, dürfte der auch ein bisschen zurückhaltender werden, ein bisschen weniger prominent, ein bisschen weniger auffallend. Denn das ist auf jeden Fall schon ein Statement. Das ist ein richtig heftiges Pink. Aber wie gesagt, verblendet sieht er bestimmt richtig schön aus. Ich habe ihn noch nicht verwendet, sollte das aber definitiv nachholen. Wir kommen einmal zum mit Abstand teuersten Blush meiner Sammlung. Und zwar kommt das aus dem Hause Pat McGrath aus der Divine Blush Reihe, die Farbe Divine Rose. Oh, die Blushes bzw. die Umverpackungen sehen immer so unheimlich schön aus. Und dann kommt immer die sehr schlichte, sehr zurückhaltende, eigentliche Verpackung. Ja, die Pat McGrath Blushes müssen wir uns nichts vormachen. Die sind super teuer, aber auch super schön. Also gerade die Divine Blush ist wirklich ein richtig schöner Alltagston. Ein Ton, den man, ja, wie gesagt, im Alltag gut tragen kann, den man gut aufbauen kann, der zu sehr vielen verschiedenen Looks passt. Und ich finde den wirklich richtig gut, muss ich sagen. Also ich hatte bisher schon einige von ihr, habe auch einige verkauft. Hier unten ist einmal Divine Blush, nein, Divine Rose. Denn nicht alle Blushes von ihr sind toll. Also die können manchmal auch ein bisschen zu doll pigmentiert sein. Und egal wie vorsichtig man ist, bei manchen hat man wirklich diesen
Instant Overblush-Effekt. Aber der Ton ist, wie gesagt, sehr zurückhaltend, sehr alltagstauglich. Und den kann ich euch wirklich von Herzen empfehlen. Wir machen mit einem weiteren Blush aus dem Hause MAC weiter. Und obwohl es sich hierbei eher um einen Blush-Topper handelt, ach, so finde ich den doch schon ziemlich gut, muss ich sagen. Der stammt ebenfalls aus einer LE. Das ist der Extra Dimension Blush in der Farbe Dilly Dolly. Das war Teil, ja, irgendeiner Kirschblüten-LE, würde ich jetzt mal vermuten. Und der ist toll. Also der ist wirklich, wirklich toll. Ich habe mir den primär aufgrund der wunderschönen Optik gekauft. Da möchte ich euch gar nicht anlügen. Aber auch der Ton an sich ist wirklich toll. Der schwankt irgendwo zwischen, ja, Blush-Topper und sehr pinkem Highlighter. Aber, also ich kombiniere den eigentlich meist mit einem kräftigen Rosaton darunter. Aber ihr seht es hoffentlich auch gleich, ja, der... Ja, ist halt so ein Hybrid aus Highlighter und Blush-Topper, aber ich setze den eigentlich eher, na wobei, ich setze den tatsächlich sowohl als auch ein. Also wenn ich einen Blush als Grundlage habe, gebe ich den quasi als Blush-Lighter und auch gleichzeitig als Highlighter, also ja, als Blush-Lighter obendrauf. Mann, das war jetzt aber kompliziert. Nichtsdestotrotz, Dilly Dolly ist eine super schöne Farbe und ich finde gerade in Kombination mit einem matten Rosaton unten drunter, ach, bringt er eure Wangen wirklich zum Strahlen. Beim nächsten Blush bin ich mir tatsächlich nicht einmal mehr sicher, ob es die Marke überhaupt noch gibt, denn der hier ist wirklich Asbach uralt. Und zwar hätten wir hier aus der Meet Me in Venice Reihe von P2 den Blazing Treasure Blush in der Farbe 020 Fortune. Also der ist... Oh, der ist antik. Der ist richtig, richtig alt. Also der hat bestimmt schon 6 bis 7 bis 8 Jahre auf dem Buckel. Also ja, der ist uralt, aber immer noch schön. Ich greife tatsächlich nicht mehr ganz so häufig zu ihm, da der wirklich krass pigmentiert ist. Also bei dem reicht definitiv eine Schicht aus. Der hat wirklich ordentlich Wumms dahinter und da neige ich tatsächlich tendenziell eher dazu, zu viel aufzutragen und das sieht bei dem Ton immer ein bisschen unschön aus. Wenn man den aber ein kleines bisschen leichter aufträgt, dann ist der wirklich schön. Dann zaubert der einem auch eine Frische ins Gesicht, aber hier muss man wirklich verdammt vorsichtig mit sein, denn der ist irrsinnig gut pigmentiert. Weiter geht es mit dem Blush einer Marke, die es jetzt seit kurzem leider auch nicht mehr gibt, zumindest glaube ich das. Wir hätten hier nämlich einen Blush von Love und ich glaube, Love geht jetzt gerade tatsächlich aus dem Sortiment raus. Das hier wäre der Blushment Blurring Blush in der Farbe 30 Beautiful Minds Empower Other. Das ist, glaube ich, ein Blush, den ich damals mal von Purish zugeschickt bekommen habe und der sieht einmal so aus. Der ist relativ hell, hat aber viel, viel Strahlekraft. Also der lässt eure Wangen wirklich, ja, richtig strahlen, ist von der Farbe her auf jeden Fall, gerade im Vergleich zu den anderen Blushes, eher ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen moviger, ein bisschen nudiger, bringt eure Wangen aber, wie gesagt, zum Strahlen. Ich hatte aus dieser Blushment-Reihe noch einen Blush, der war mir aber tatsächlich ein bisschen zu pinkstichig. Den habe ich, glaube ich, der lieben Heike damals ins Paket gelegt und die hat sich sehr darüber gefreut. Von daher, das hier ist ein toller Ton. Die Blushes waren eigentlich auch wirklich super, muss ich sagen. Von daher, ja, schade, dass es Love nicht mehr gibt. Wir machen einmal mit einem besonders niedlichen Blush weiter. Und zwar kommt der von Too Faced aus der Love Flush Watercolor Blush Reihe, die Farbe California Love. Und hier sind zum einen diese beiden unheimlich niedlich kleinen süßen Häschen mit drauf und zum anderen handelt es sich um ein klassisches Polly Pocket Blush, da der Blush nämlich in diesen kleinen Herzchen kommt. Und das erinnert mich immer, ja, an Polly Pocket, an früher und ich finde den richtig, richtig schön von der Verpackung her. Von der Farbe her ist California Love sehr zurückhaltend. Also ihr seht es, ein sehr nudiger Peach-Ton, den man
bei mir auch nicht immer sieht. Also der ist wirklich so hell, dass ich den, wenn, mit einer anderen Farbe mischen muss und ihn dann aber auch wirklich schichten muss, dass ich da richtig 3 Kilo Blush im Gesicht habe. Denn sonst, ihr seht es, würde der einfach untergehen. Das finde ich ein bisschen schade, da ich California Love von der Farbe her unheimlich schön finde. Aber für den Ton bin ich auch tatsächlich zu hell. Also der, ja, zeigt sich leider nur ganz, ganz zurückhaltend, ganz, ganz schwach. Ist nichtsdestotrotz von der Farbe her aber wunderschön und von der Optik her einfach nur perfekt. Weiter geht es mit einem Blush, den ihr schon in diversen Videos gesehen haben dürftet, da ich euch den schon sehr oft gezeigt habe. Und zwar ist das von Nabla aus der Skin Glazing Reihe die Farbe Lola. Den habe ich euch auch in Form eines eigenen Videos schon gezeigt. Der war in Favoritenvideos mit dabei, also den habe ich euch auf jeden Fall schon des Öfteren gezeigt, da ich ihn auch nach wie vor unheimlich schön finde. Lola ist auf den Wangen ein kleines bisschen zurückhaltender als hier im Fännchen, aber der zaubert euch wirklich instant Frische ins Gesicht. Ich mag den. Ich mag den unheimlich gerne. Das war mein erster Blush, den findet ihr hier unten, mein erster Blush aus dem Hause Nabla und der hat quasi alles so ein bisschen ins Rollen gebracht. Also mit Lola fing alles an, fing meine Liebe zu den, ja, Teintprodukten von Nabla an, da mich der Blush und der Bronzer auf jeden Fall überzeugen konnten. Ja, Lola ist mein OG-Blush von Nabla und den kann ich euch auch wirklich nur empfehlen. Den nächsten Blush gibt es leider nicht mehr zu kaufen, von daher hüte ich den auf jeden Fall wie meinen Augapfel, da ich den wirklich sehr gerne mag. Die Rede ist von dem Marc Jacobs Air Blush in der Farbe, ich glaube, das ist die Farbe Flash and Fantasy. Und der war über mehrere Jahre hinweg mein liebster Blush aller Zeiten. Mittlerweile ist er zwar abgelöst worden, das ja, aber ich finde ihn nach wie vor wunderschön und ja, schade, dass es ihn halt nicht mehr gibt. Flash and Fantasy ist relativ zurückhaltend, relativ nudig und der ist auch schon ganz hart. Der hat auch schon ein ganz hartes Hardpen, da der eben, wie gesagt, wirklich, wirklich alt ist. Ich habe den jetzt auch schon länger nicht verwendet. Ich will nicht sagen, dass ich ihn ausmisten sollte. Sollte ich wahrscheinlich. Aber ich hänge zu doll an ihm. Das ist nämlich hier unten dieser wunderschöne, ich passe zu allen Farben Nude-Ton, den ich immer sehr, sehr gerne getragen habe. Also für Flash and Fantasy schlägt mein Herz. Ich weiß von der Vernunft her, sollte ich ihn vielleicht aussortieren, aber ich kann es nicht. Er ist zu schön. Ich habe an dieser Stelle übrigens beschlossen, dass ich das Video doch in 2 Teile teilen werde. Einfach und allein aus dem Grund, da es wirklich noch unheimlich viele Blushes sind, die hier rechts neben mir liegen. Und ich möchte nicht, dass das Video fast eine Stunde geht. Ich würde tatsächlich das Video jetzt beenden, ihn als Teil 1 zusammenschneiden und dann seht ihr eben noch ein Bonusvideo mehr. Dann ist das heute doch nicht mein letztes, sondern mein vorletztes Video. Heißt natürlich für mich, dass ich jetzt vor dem Urlaub noch mal ein kleines bisschen mehr schneiden muss, aber es wird wirklich einfach zu lang werden. Von daher würde ich mich an dieser Stelle auch schon einmal recht schnell und ganz unromantisch von euch verabschieden. Zum einen, da ich auch nur noch 1 Minute habe, bevor das Video hier abbricht. Ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich wie immer für euer Einschalten und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch beim zweiten Teil wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne, schöne Restwoche. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao!